Und den soll man jetzt mit Q da reinwerfen und dann haben wir ein Portal in die Twilight Zone. Huh? Ah, Schock. Mann, Mann, Mann. Wow, das war ja heftig. Aber es hat funktioniert und ich bin halt fast verreckt dazu. Wow. So, dann lass uns mal jetzt die Twilight Zone erkunden. Juhu! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Fidicado für Fidicados World. Diesmal wieder ein Mod-Tutorial. Heute möchte ich euch den Mod The Twilight Forest vorstellen und auch die Installation zeigen, nicht nur vorstellen. Ich habe das ja jetzt hier schon drauf und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Zunächst brauchen wir eine schöne Stelle 4x4, wo wir uns ein Portal in das Twilight Forest herstellen. Immer das Gleiche mit der Musik. Immer das Gleiche, wenn ich neu installiere. So. Okay, erstmal machen wir uns hier ein bisschen sauber. So, dann machen wir hier 1, 2, 3, 4. So. Gut. Und rundherum machen wir jetzt Blümchen, Pilze und alles Mögliche. Nehmen wir ein paar Blümchen, Pilze, Blümchen. So. So, dann machen wir mal ein bisschen schmücken. Na? Falsche Pilze genommen. Mushrooms, kann man die nicht setzen? Bin ich da jetzt verkehrt oder was? Ach egal, setzen wir halt Blümchen. Was soll's? So, das müsste doch reichen, oder? So. So, und jetzt brauchen wir noch Wasser. Das ist okay. Nehmen wir einfach 3, 4. So, jetzt schütten wir da Wasser rein. Ist das nicht schön? So. Ich weiß nicht, ob ich das schon reicht, aber sicherheitshalber mache ich es voll. Kann schon sein, dass es schon so reicht. Okay. Gut, jetzt brauchen wir noch einen Diamant. Diamant, 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 Diamant. Wo ist mein Diamant? Ah, wenn man jetzt alles vorbereitet hat, ist das immer etwas eine Sucherei. So, da haben wir einen Diamant. Und den soll man jetzt mit Q da reinwerfen. Und dann haben wir ein Portal in die Twilight Zone. Huh? Ah, Schock. Mann, Mann, Mann. Wow, das war ja heftig. Aber es hat funktioniert und ich bin halt fast verreckt dazu. Wow. So, dann lass uns mal jetzt die Twilight Zone erkunden. Juhu! Entering the Twilight Forest, building Terror. Simulating the world for a bit. Braucht erstmal eine halbe Stunde, um das zu machen, oder? Ja, genau. Braucht wirklich so lang. Ich kann auch an meinem PC liegen, der hat ein bisschen Schwächeanfälle heute zu Tage. So, oh, wir sind in der Twilight Zone gereist. Oh, das sieht ja sehr ähnlich wie. Okay. Ich muss vorstellen, bei mir lag es ein bisschen. Jetzt hat es aufgehört beim Lecken. Okay. Guck mal, ein Häschen. Ein Eichhörnchen. Und ich habe nicht dieses, Tierdings da, ne? Das ist jetzt alles Twilights. Cool. Und so hat man eine neue Welt in Minecraft mit neuen Biome und so weiter. Schauen wir mal, ein Eichhörnchen. Hi Freddy. Hey Freddy, komm mal her. Komm. Komm. Na, komm doch. Ach.
Kannst du mich mal. Was ist das da eigentlich für ein Baum? Ist das da oben? Kuckuck oder was? Ach, das sind Glühwürmchen. Wie geil. Glühwürmchen. Mal den Baum abbauen. Eine andere Art von Holz, ne? Hm, auch nicht schlecht. Okay. Was gibt's denn hier noch Schönes? Eine Schlucht. Da noch irgendwo Eis oder so. Gucken wir mal, was das Wasser uns so bietet. Also eine Menge Eichhörnchen, muss man schon sagen. Und die springen sogar auf den Bäumen rum. Sieht ja klasse aus eben. Hey, ich ertrinke jetzt gerade. Blubba, 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 blubba. Oh, was ist das denn? Ah ja. Okay. Interessant. Interessant. Und jetzt sag mir nicht, dass die Eichhörnchen mehr gemacht haben. Naja. Okay, guck mal. Weiter. Wow, was für Bäume. Das ist ein Hammerbaum da oben. Das ist echt ein Hammerbaum. Komm, sag mir. Nee. Okay. So, irgendwo gibt es doch bestimmt noch neue Sachen. Da hinten sieht es doch auch mal was anderes. Die Bäume sehen Hammer aus, oder? Ja, du bist so Hammer. Hammer bis. Naja, geil, ich kann das Lied nicht. Oh, guck mal, ein Steinbock oder so. Ja, doch, ein Steinbock. Steinböckle. Hallo. Komm runter. Ach, ich nehme den anderen. Der kann schwimmen. Ist ja süß. Was denn? Wo ist er denn? Ich komm schon zu dir, keine Ahnung. Aha, da bin ich. Yeah. Oh, der greift mich an. Mistkerl, wo ist denn der? Twilight Hunter, Achievements gibt's. So. Was haben wir denn Schönes bekommen? Graue Wolle und braune Wolle, auch nicht schlecht. Okay. Gibt's eigentlich noch Items, die ich jetzt hier noch nicht. Hier ist das Holz. Canopy Tree Wood. Ah, hier, Firefly. Und Kika. Achso. Und die neuen Items, die man so findet. Na gut, schaut euch einfach durch. Ich guck mal. Oh, wieder ein weißer Steinbock. Also, das sind eigentlich auch die Ersatz für Schafe. So, ouch. Wir schauen uns jetzt noch ein bisschen weiter um. So, da bin ich jetzt an einer anderen Stelle, wo wir was sehen. Wir hier Wildschweine anstatt normale Schweine. Das gibt's nur im Twilight Forest. So, dann schauen wir uns mal weiter um. Ich hoffe, bei euch leckt das nicht so wie bei mir. Hier ist schon wieder so ein Ding, wo man runterfällt. Dann haben wir jede Menge Wildschweine. Machen wir uns jetzt mal einen Weg. Na komm. Okay, so, dann schauen wir mal weiter. Oh, guck mal, rote. Naja. Gut, die haben auch alle verschiedene Farben. Das ist ja auch nett gemacht. So. Was ist das? Ah, noch ein Kaninchen. Wie süß. Wer bist du denn? Klopfer, komm her.
Na gut, dann halt nicht. So, schauen wir mal weiter. Das ist jetzt auch lustig, das wollte ich euch auch noch schnell zeigen. Das ist jetzt diese Leuchtkäfer. Wenn ich draufklicke, kann ich den abbauen und wieder hinsetzen. Wunderbar. So, wir kommen jetzt einfach mal näher zur Pilzwelt da drüben. Das erinnert mich wieder an Gullivers Reisen oder so ähnlich. Da gab es doch so einen Film, Die Insel oder so. Da war auch so Riesenpilze, die da waren. Und Dinosaurier und so. Keine Ahnung mehr, wie der Film heißt. Jedenfalls das daran. Und was haben wir hier? Riesenpilze. Das ist jetzt hier die Pilzwelt. Hammerteile, echt. Ich finde die klasse, ey. Einfach klasse. Oh Mann. Kann man die eigentlich essen, die Pilze? Könnt ihr mal kurz fragen. Tja, dummes Vieh. Wow, also das finde ich einfach... Was ist das da hinten? Ist das eine Burg oder was? Oh mein Gott. Ich habe den König gefunden. Ich habe die Burg des Königs gefunden. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ach, wenn dieser Lag nicht wäre, dauernd so ein bescheidenes PC-Teil. Naja, jedenfalls es geht. Ich weiß nicht, seit wann der das macht, aber das war vorher nicht. Irgendwie hat er in letzter Zeit echt den Hau weg. Aha. Das kann man nicht rein. Ein Schild Zombies. Glaube ich, hole mir noch ein Schwert dazu. Und, was haben wir denn da? Also. Ha, habe ich doch richtig gehört. Zombie. Haha. Kommt man da eigentlich irgendwie rein oder hoch oder rein oder so? Ist ein schönes Gebäude, aber ich würde ja auch gern das von innen besichtigen. Naja, okay. Schönes Skelett und. Wisst ihr, was ich mache? Ich mach grab mir jetzt einfach ein Loch. Da sind auch Enderman drin zwei. Sieht nicht schön aus. Oh, 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 das ist ja Hammer. Oh, oh. Das ist ja fies. Oh, oh, da traue ich mich jetzt noch nicht rein. Nein, 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 nein. Da gehe ich jetzt nicht rein. Und, naja. Gut, hier gibt's also, was ihr noch entdecken könnt. Das schauen wir uns jetzt mal nochmal kurz im Forum an. Also, hier hoch. Gehen wir mal rein. Also, das haben wir ja entdeckt. Fantastic Treasures, Schatzkammern. Dann, ja, was das auch ist. Holo Hills. Trees, Trees, Trees. New Biome. Ja, genau hier dieses Eis. Das haben wir jetzt nicht entdeckt. Das gibt es natürlich auch mit Pinguinen, soweit ich mich erinnern kann. Und ja, schaut euch einfach ein bisschen rum. Und vielleicht gefällt euch das Plugin und ihr Plugin. Der Mod und installiert es einfach. Hier geht auch. Oh, das hätte ich gern gesehen. Das Labyrinth. Würde mich interessieren, wo das ist. Also, schaut einfach rein, findet die Sachen und gebt mal Bescheid. So, und wenn euch das Ganze jetzt gefallen hat und ihr schon das am Installieren seid, schaut euch den zweiten Teil des Videos, dort seht ihr, zeige ich euch, wie ihr das Ganze installiert. Das ist eigentlich ganz einfach, wie immer. Und ich wünsche euch noch viel Erfolg. Und für die, die jetzt schon Tschüss sagen und sich das nächste Plugin vorstellen lassen wollen, denen wünsche ich noch viel Spaß. Bis und jetzt geht's weiter. So, wir befinden uns jetzt hier im Forum von minecraftforum.net und auf der Seite von Twilight Forest. Wir scrollen mal ein bisschen runter. Ihr seht die ganzen Beispiele, die es so gibt. Voll geil eigentlich. Auch verschiedene neue Bio-Dings da, wie die sich nennen mögen. Hier unten ist dann der Download. Download Version 1.90 und es gibt auch für Minecraft
Server einen Download, allerdings nicht für Bucket-Server. Ganz deutlich nicht für Bucket-Server, sondern nur für den normalen Minecraft-Server. So, wenn wir hier draufklicken, kommen wir auf AdFlyLink, dann lädt es das Ganze runter. Dann brauchen wir dazu auch noch, wichtig immer, Backup, das zeige ich euch alles, Modloader, Minecraft Forge Client, das zeige ich euch, wo ihr es runterladen müsst. Und ja, dann fangen wir mal an. Zunächst einmal gehen wir in Minecraft rein und, den Ordner, warte mal. So, wir gehen dann mal rein in den Ordner. Mal ein bisschen aufräume, bevor ich das alles zumache. Ne, ja, und ab da nicht. Das Prozent, wo ist denn mein Prozentzeichen? Data Prozent. Das ist kein Prozentzeichen. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Upper Data, auch nicht schlecht. So, dann gehen wir in den Minecraft-Ordner. Wie gesagt, wir erstellen einfach einen neuen Ordner mit dem heutigen Datum und sichern erstmal den ganzen Mist hier. So, den muss ich nachher wieder zurück tun, wenn ich fertig bin. Was haben wir gesagt? 15.05. Wo ist der hier? So, alles erstmal gesichert. Und wir starten Minecraft. So, ich hätte auch da oben klicken können, egal. So. So, und dann lädt er natürlich das ganze Package jetzt mal erstmal neu runter. Warten wir eine Weile. Und wenn er das getan hat, gehen wir wieder in den Ordner rein. So, fertig. Ich warte aber trotzdem. Ja, okay. Jetzt können wir es ausmachen. So, wir gehen jetzt in die Bin rein, in den Ordner Bin. Und Minecraft können wir jetzt mit. Wie heißt das? Ja. Nee, nicht Extract. Öffnen mit WinRAR. Genau. So, dann haben wir das eine erstmal geöffnet. Wie gesagt, wir brauchen immer einen sauberen Minecraft-Jar, weil dann man sicher sein kann, dass es am Plugin selber liegt und nicht an einem anderen Plugin, sage ich, an einem Mod liegt und nicht an einem anderen Mod, den man vielleicht schon vorher drauf hat. So, zunächst einmal löschen wir die Meta-Inf, ist klar, immer. Gut, gehen wir jetzt rüber zum Forum und ich lade in der Zwischenzeit alles runter, was wir brauchen, und ich zeige euch dann, wie wir das runterladen. Also zunächst mal laden wir hier die Downloaden v.19.0. So, die habe ich jetzt runtergeladen. Als nächstes brauchen wir, wo sind die ganzen Links hier, den Modloader. Den laden wir jetzt runter. Wir gehen drauf. Da seht ihr hier wieder das ganze Teil hier. Und wenn ihr ganz runter scrollt, hier ist der Modloader 125. Den laden wir entweder direkt oder über AdFly. Ich lade es diesmal direkt, weil AdFly zeigt immer so komische Werbung an. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Das war ja doch, das war richtig. Und dann laden wir jetzt Minecraft Forge Client runter. So, da kommen wir ja hier drauf, ist klar. Und da ist es schwer, immer was zu finden. Deswegen müssen wir hier auf Download gehen. Ach Quatsch. Jetzt also einmal zurück wollte ich gehen. So, und dann gehen wir hier rauf auf Minecraft Forge Net, weil es gibt jetzt ein neues Forum und da sind die ganzen Dinger drin. Wenn ihr da drauf geklickt habt, kommt ihr hier in dieses Forum rein. Dann klickt ihr dort auf Releases ganz oben. Das kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen. Und hier steht Main Forge Download. Das seht ihr jetzt auch nicht unbedingt. Darunter Forge 3.0. Ach, das machen wir. So, schieben wir es einfach rüber. So, dann seht ihr hier Forge 3.1.2. Das ist das, was wir brauchen. Da gehen wir jetzt drauf. Und hier haben wir einmal den Client, den Server und die Source. Wir brauchen natürlich jetzt erstmal nur den Klienten. Den laden wir hier einfach mal runter. Wo geht es jetzt rein? So, hat er runtergeladen. Okay. Gut, das sind die drei Dateien, die wir jetzt haben. Und die müssen wir jetzt installieren in Minecraft. Ganz einfach, wir gehen hier drauf. So, dann öffnen wir das Ganze mal erstmal den Modloader. Nehmen alles, was im Modloader drin ist, das und schieben es hier rein. So, und ich empfehle da immer, am meisten halt nicht, aber ich empfehle das, den Minecraft jetzt erstmal kurz einmal zu starten.
So. Gucken erstmal, ob der Modloader richtig funktioniert. Scheint so, sonst wird es jetzt hier nicht angehen. Machen wir wieder zu. Und jetzt, oh, jetzt bin ich raus aus Dings. Moment, so. Und wieder rein. So, jetzt öffnen wir das gleich gerade nochmal. Als nächstes nehmen wir uns den Minecraft Forge Client vor. Ich gehe mal davon aus, genau. Der ist genauso einfach zu installieren wie der Modloader. Einfach alles nehmen und rüberschieben. Auch hier, da es wieder so ein Plugin ist, das sich mit anderen verbindet, sollte man es auch erstmal jetzt wieder zumachen und noch einmal Minecraft starten. So. Schauen wir mal. Hat gestartet, keine Probleme. Können wir wieder zumachen. Und weiter geht's wieder in die Minecraft Jar. Winrar. Öffne dich jetzt endlich. So. Und jetzt als letztes das richtige Plugin, das wir eigentlich hier vorstellen wollen: den Twilight Forest. So, hier steht jetzt nichts Besonderes mit. Bin ich da reingegangen, wohl schnell. Dass man einen eigenen Ordner braucht, also heißt es einfach nehmen und. Wo ist jetzt mein. Wo ist mein. Das ist es nicht. Das ist es. So. Ja, gut. Also, das heißt, alles nehmen. Nichts umbenennen. Alles nehmen und drüber schieben. So. Gut. Wenn ihr dies getan habt, öffnet ihr jetzt einfach nochmal Minecraft. Und das machen wir zumachen, wenn es fertig ist. Macht er da? Ich hoffe. So, wir Minecraft. Es geht. Jetzt will ich noch gucken, ob auch ja, Single Player. Okay. Stellen wir mal einfach eine neue Welt, mal gucken, was passiert. Gut, also das funktioniert, die Welt. Und sie baut sich alles auf. Also, das Plugin hat sich installiert. Jetzt müssen wir nur noch was prüfen. Plugin, der Mod hat sich installiert. Jetzt prüfen wir noch was hier. Und zwar muss hier jetzt noch eine Config sein. Ja, da ist er. Da ist er entstanden hier. Die Mod Twilight Forest Konfiguration. Die kann man jetzt öffnen, vielleicht mit Notepad. Da ist jetzt nichts drin, das ist falsch. Guck mal da. So, und hier kann man halt verschiedene Blockeinstellungen machen. Ich würde da jetzt nichts verändern. Ich wollte eigentlich nur sehen, hier gibt es auch noch Items neue, ob das funktioniert. Gut, das war's jetzt. Das war die Installation. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Tutorials. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und wir sehen uns dann in einem nächsten Video. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne das in den Kommentaren reinschreiben. Und falls ja, euch das Video weitergeholfen hat, wäre es nett, wenn ihr einfach ein Feedback gebt. Entweder durch Daumen runter oder einen Kommentar. Das reicht. Alles klar. Bis dahin. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.